Hans, 2017 geht so ein bisschen Richtung Ziel. Und eins, was in diesem Jahr glaub, wichtig war, ist, läuft unter dem Kapitel AIA. Tönt ein bisschen nach Esel. Wo sind wir da genau in diesem leidigen Thema? Ja, das ist die automatische Informationsaustausch, also eine internationale Vereinbarung, dass Banken, zum Beispiel Banken in der Schweiz, über die ausländischen Kunden, die im Ausland steuerpflichtig sind, die entsprechenden Länder informieren über alles zusammen, also über die Erträge, über das Geld, das er angelegt hat. Tutti Paletti wird da austauscht. Das haben wir aber jetzt eigentlich ja schon immer ein bisschen gehabt, seit mehreren Jahren. Jetzt ist irgendetwas, oder? Also jetzt habe ich da so ein bisschen mitbekommen. In Bern sind sich wieder etwas am Austauschen und debattieren, was läuft. Die Abkommen mit den einzelnen Ländern müssen ja ins Parlament, also mit dem Ständerat und dem Nationalrat. Jedes Abkommen? Ja, jedes einzelne Land? Das Finanzdepartement macht die Bünde, die bringen jetzt glaube ich, ungefähr 40 Länder aufs Mal. Mehr, verschiedene Länder. Und da hat der Ständerat, der Nationalrat hat bei zwei Ländern gesagt Nein. Und bei allen anderen hat er Ja gesagt. Und der Ständerat wird es anders. Und jetzt geht das hin und her und wahrscheinlich wird das nach vor der Weihnacht gelöst. Und dann könnte das nächstes Jahr in Kraft kommen. Also wir sind eigentlich an einem Punkt, wo es jetzt richtig losgeht mit diesen Datenlieferungen. Ja. In riesiger Form, oder? Das sind recht schwere Pakete. Du hast es so en passant angetan, es kommen irgendwie 40 Länder dazu. Ja. Also, ich habe da vorher noch schnell gelesen, wir sind jetzt, glaube ich, bei 38. Es kommen neu 41 dazu, da sind wir bei, das gibt dann etwa 79, oder? Gegen 100 Länder haben wir Das ist ja immens. Also, was machen wir da genau? Also, bei der UNO hat es ungefähr 200 Länder anerkannt. Also, mit der Hälfte von denen machen wir so husch, husch, tak, tak, machen wir so Steuerinformationsabkommen. Aber immerhin wechselseitig, oder? Wir kommen auch etwas über. Nein, wir kommen nichts über. Die meisten von diesen Ländern sind gar nicht in der Lage, also Banken sind nicht in der Lage, diese Informationen zu liefern. Das ist ganz eine anspruchsvolle Sache, die Daten zu sammeln von allen Banken, von diesen 300 Banken in der Schweiz zu sammeln, dann nachher zu Bern zu sammeln und dann... Das können die anderen Länder nicht, das können die gut organisierte Schweizer Bank. Ach, das Uhrwerk Schweiz, das da vorbildlich jetzt das umsetzen will. Die Schweizer werden nichts bekommen. Warum machen wir es dann? Dann soll ich Schöchli schreiben in der NZZ, diese Kröte muss man schlucken. Und das sei im letzten Jahr sei das im Parlament Grundhaltung geworden zu dieser Steuerfrage. Und das ist so, aber man muss die Kröte nicht schlucken. Ja, doch, ich offenbar schon. Der Schöchli sagt, schlucken. Er sagt nicht, wir müssen schlucken. Er sagt, das sei der Konsens im Parlament. Und das Parlament liegt in dieser Frage falsch. Und auch der Bundesrat liegt in dieser Frage falsch. Wobei, falsch. Wir haben da die schwarzen Listen, die grauen Listen, die halbgelben Listen. Oder? Jetzt sind wir da gerade wieder auf einer grauen Liste von der EU gelandet. Also offenbar gibt es immer wieder den Druck. Und dann muss halt die Schweiz schauen, dass sie von diesen Listen wegkommt. Nein, wir müssen gar nicht weg von diesen Listen. Es geht ja um Paradies. Also bei diesen Listen geht es um Paradies. Und wenn die Schweiz auf einer Liste steht von einem Paradies, das ist ja gut. Ja, nein, offenbar nicht. Die Geschichte läuft jetzt seit 10 Jahren, oder? Das ist eigentlich die Leute. Paradies ist gut, Hölle ist schlecht. Das ist wunderbar, wenn das ein Katholik oder ein Reformierter, ein Zürcher, was bist du eigentlich? Reformierter Katholik. Aber in dieser Kultur, die heißt so schön sagt, aber jetzt bewegt uns doch das Bankgeheimnis und das Ende von dem alten Bankgeheimnis seit 10 Jahren und noch immer schafft es Ausland, Schweiz in die Enge zu drängen mit der Drohung von diesen Listen. Und die Folge davon ist, dass wir irgendwelchen Staaten, die man kaum aussprechen kann, weit hinten im Osten, die Hosen runterlassen in Form von dem Datenaustausch. Also gibt es doch das Instrument. Also die Schweiz ist offenbar angreifbar. Wir lassen unsere Hosen nicht runter vor diesen Staaten. Das würde ja implizieren, dass die Staaten, das sind so etwas Rechtsstaatliches, ein schöner Teil von denen sind oberkorrupt. Wir lassen die Hosen runter vor den korrupten Beamten in diesen Staaten. Und die Beamten werden das persönlich ausnützen, selbstverständlich. Aber warum darum machen wir es? Wir machen es doch, weil wir ein Problem haben, weil sonst das wieder zurückschlägt. Es schlägt überhaupt nicht zurück. Wir machen es, weil wir verwöhnt sind, weil wir die Liebe sein wollen, aber wir wollen auch bei der bösen Liebe sein. Wir sind, das ist einfach weich. Weich, ja. Wohlstands verwahrlost. Ich glaube schon, dass wir politisch wohlstandsverwahrlost sind in einem gewissen Maß. Ich meine, da gibt es Länder wie Kolumbien, hallo, Indien, Indonesien. Das sind Länder, die vom Korruptionsindex kaum auf 40 Punkte kommen
von 100 möglichen. Das sind Länder, die durch und durch korrupt sind. Und dann schicken wir diesen korrupten Beamten schicken wir Listen. Dein Thema? Ja. Da kannst du ja richtig ins Zeug legen. Ja, genau. Aber es ist gelaufen, oder? Es ist vorbei. Es ist passiert. Ja, es ist gelaufen, ja.